Hey. Sieht aus, als hättet ihr keine Probleme gehabt. Ich habe das Feuer relativ einfach gelöscht und im nächsten Moment stand mein lange verschollenes Pferd hinter mir. Welch Zauber war das? Und es hat auch schon Wirkung gezeigt. Die Eisläufer hat zur erwarteten Zeit nicht angelegt. Ohne den Leuchtturm wird die Eisläufer wohl die westliche Untiefe weit umfahren haben und an der Ostküste auf Grund gelaufen sein. Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzbluträubern am Wrack. Sie erwartet euch. A dragon? Oh, my imagination. Alter! Es sind Vögel! Wrack der Eisläufer. Blauer Palast. Will ich dahin? Eigentlich nicht. Aber mal gucken, ob wir da hinkommen. Relativ einfach. Ich kommandierte einst ein Schiff namens Silberner Raubvogel. Doch es rammte einen Eisberg und sah nördlich von hinten. Benötigt ihr ein Boot? Möchte euer Schiff mieten. Wohin wollt ihr? Auf die andere Seite. Schon gut. Also gut. Da treibt ein toter Fisch. You swim like a fish. Ich hab doch nur ein bisschen Lachs gesammelt. Da ist ja noch einer. Hier sind überall tote Fische. Wo kommen die denn her? Ah ne, der war lebendig. Oh, a dragonfly. Brrr, nass. Tropfen wir eine Runde ab. Sind wir noch richtig? Meine Orientierung in dem Fall ist wirklich katastrophal. Folguntur. Sieht aus wie eine Ruine, wo wir theoretisch auch mal reingehen könnten. Was zum Geier? Bösartiger Banditengeist. Na los, Inigo. Das Wetter wird schon wieder scheiße. Okay. Nirgendwo ist es immer so verdammt laut. Ach so, ja, Leute, kommt ihr hier irgendwie hoch oder? Eher nicht so. Na, ihr macht das schon. Taylani? Ich glaube, auch wenn es die meisten Leute nerven wird, dass dir vielleicht die neue Rüstung, die ich gefunden habe, gefallen könnte. Aber hier übrigens erstmal die Barbarenrüstung. Vielleicht willst du die auch haben. Hm? Wo ist denn das Ding hin? Aber kann ich ihr jetzt eigentlich den Helm geben oder? Nein, kann ich nicht. Tja, wusste ich doch, die will sie haben. Hier ist dann noch ein bemaltes Schild und noch ein bemaltes Schild und ein Stahlhelm. Hier nehmen wir die Stiefel auch, die will ich gerade nicht tragen. So, und jetzt gibt es mir diesen dummen Helm wieder. Ihr geht vor, ich folge. Interessant, wie du das trägst. Ein Kettenkleid. Faszinierende Modevorstellung.
Geht das hier überhaupt lang oder ist dann hier Schluss? Naja, im Prinzip egal. Das Doofe ist immer nur, wenn ich irgendwo raufspringen muss, dann müssen die Gefährten außen rumlaufen. Ich will hier erstmal rauf und gucken, ob ich das Schiff irgendwo sehe. Was ist denn da unten los? Wow, wow, wow! Irgendein komischer Häuptling war das, aber... Aha. Habe ich auch noch nie gesehen. Goblin-Schild, Goblin-Schwert, ein bisschen Gold. Und da ist doch irgendwer vor denen davongelaufen, oder? Steinschlaghäuptlinge, ha? Die haben also quasi sich selbst angegriffen. Bin immer noch da. Ja, ich hab's befürchtet. Was soll ich nehmen? Die Koboldsachen. Siehst du, eine der Dings hätte ich auch noch verkaufen können. Eine der Holzfäller-Äxte. Geht ihr voran? Ja, ja, immer doch. Hier scheint mir irgendein Feind zu sein. Hier schien mir irgendein Feind zu sein. Erst von dannen. Your chance is over. Na komm, wir sammeln erstmal eine Runde, bevor es weitergeht. Das da hinten scheint das Schiff zu sein. Wir dahin ohne zu schwimmen? Ja, eigentlich schon. Wenn das hier aufläuft, dann muss es ja relativ seichtes Gewässer sein. Absturz! Yay! Endlich mal! Na dann, werde ich mal neu starten und bis gleich sagen. Wunderprächtig. starten wir also wieder von hier. Ne, mit denen hier brauche ich jetzt nicht reden. Das habe ich eben schon gemacht, Leute. Ich glaube, diesmal werde ich nicht so tun, als wäre das alles durchgelaufen. Diesmal werde ich einfach an dem Schnitt sagen, Punkt und Bäm und weiter geht's. War immerhin jetzt eine Viertelstunde, die wir zurückgesetzt wurden. Aber wenn ich rechtzeitig das hier gemacht habe, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich haben wir das. Und ich weiß noch immer nicht, woran das liegt, also... Sieht aus, und es hat ohne den... Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzbluträubern am Wrack. Ich hoffe, die da hinten hat immer noch dieses tolle Wikingerhemd an, damit wir das Telani wieder geben können. Aber ich sehe, dass da wirklich immer noch der Geist steht, also wir haben vielleicht Glück. Ich würde mal interessieren, was da diesen Absturz verursacht hat. Ob das irgendeine Kreatur war oder sowas. Ah, Fische sind jetzt natürlich auch nicht mehr da, aber egal. Können sie jetzt wieder einsammeln, dann machen eh nur das Inventar voll, die Viecher. Ah.
Was das immer soll? So, geisterhafte Überreste, na dann gib mal her. Telani! Telani? Ah, da bist du ja. Ja, ja, das ist sehr schön. Was soll ich nehmen? So, Dämmerbrecher. Eigentlich könnte ich dir auch Dämmerbrecher geben. Vielleicht nutzt sie ihn ja mehr als ich. Doppelachs kann sie auch gleich kriegen. Weißt du was? Ich gebe jetzt einfach meinen ganzen Schrott, den ich sowieso noch behalten wollte. Zum Beispiel die Holzfäller-Axt. Weißt du, eine Kriegsaxt der Orks verkauft und die nächste haben wir gleich wieder im Dix. War richtig ertragreich. Ich habe schon erwähnt, dass ich das schade finde, dass sie die Barbarenrüstung nicht tragen will, oder? Aber naja. Ich habe einmal offscreen versucht, ihr das andere Zeug anzuziehen. Aber das hat nur Schere reingemacht. Das war im Endeffekt den Effekt nicht wert. Denn doch lieber so. Geht ihr voran. Ja, komm, wir gehen außen rum. Mal gucken, ob gleich wieder diese Wildlinge vorbeikommen. Nee, noch kann ich nicht speichern. Also klar, ich kann ja auch einfach mal einen Hard-Save machen, wieder zur Abwechslung. Das war vorhin nicht hier, oder? Sieht leicht verlassen aus. Achtzehnter Morgenstern, vierte Ära, 201. Jahr. Wie lange ist das her, dass ich die Galdur-Legende zum ersten Mal gehört habe? 80 Jahre? 100? Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich stehe kurz vor dem Ziel. Nach Jahren der Suche habe ich die Elfenbeinklaue endlich bei einem Sammler in Bravil aufgespürt. Sein Tod war unvermeidbar, aber nun habe ich sie. Endlich habe ich sie. 22. Morgenstern, 4. Ära, 201. Jahr. 3 Tage durchgeritten. Ich habe Anwir von meinen Verfolgern erreicht und bin und eine Überfahrt auf der Eisläufer gebucht, die erneut nach Einsamkeit aufbricht. Ach, sieh mal eine an. Die Eisläufer. Hat nicht der andere von dir schon geredet? 29. Morgenstern, na, ihr kennt das ja. Die anderen Passagiere beginnen Verdacht zu schöpfen. Als ich vom Abendessen zurückkam, erwischte ich einen Barbaren dabei, wie er in meiner Kabine herumwühlte. Er hätte die Klaue fast gefunden. Wäre der Captain nicht eingeschritten, hätte ich ihm die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. Aha, ein Bolton. Ich hatte gehofft, die Reise allein in meiner Kabine verbringen zu können, um meine Notizen durchzugehen und Zauber vorzubereiten. Aber ich muss etwas von mir ablenken. Ja, und wie? Ich muss mich unter die Leute mischen, so tun, als sei ich lediglich irgendein gewöhnlicher Magier. Vorerst zumindest. Wie viel hast du denn noch geschrieben? 2. Sonnenaufgang. Der Barbar behauptet, es sei ein Abenteurer, der sein Glück in den Ruinen von Himmelsrand suche. Zusammen mit seinen Gefährten. Vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil wenden. Und sie als Futter für die Fallen und die Droge in den Gruften ausnutzen. Ich kann die Gier in ihren Augen sehen. Ja, das sollte funktionieren. 3 Wochen bis Einsamkeit, sagt der Captain. Wenn ich diese Schwachköpfe noch länger ertragen muss, werde ich schwimmen. 27. Sonnenaufgang. Sind die 3 Wochen schon um? Sie müssten um sein. Mit dem Barbaren und seinen Gefährten im Schlepptau ging es durch den Sumpf nach Folguntur, wo wir unsere Lager für die Nacht aufschlugen.
Seit meiner ersten Expedition vor 10 Jahren hat sich nicht viel geändert, aber dieses Mal habe ich die Klaue. Und ich werde das Amulett bekommen. Was für ein Amulett? Ich verbrachte die ganze Nacht damit, meine Zusammenfassung meiner Notizen zu Papier zu bringen. Für den Fall, dass ein Fragment meiner Erzählung oder ein Detail der alten Sagen nötig wäre, um die Schutzzauber in dem Grab zu umgehen. Dann warf ich all meine Bücher und Schriften ins Feuer und verwandelte mein Lebenswerk in Asche. Heute ist der Tag der Abrechnung endlich da. Wenn ich das Amulett nicht haben kann, soll es auch sonst niemand bekommen. Leute, ich suche mal ein bisschen das Lager. Vielleicht finden wir noch was Brauchbares. Er ist mit der Klaue in die Festung gerannt, die hier in der Nähe ist. Das heißt, die Klaue ist wahrscheinlich in der Festung. Wir gehen mal davon aus, dass er einfach nicht überlebt hat. Und noch immer in der Festung ist. Wir widmen uns als nächstes der Festung, nachdem wir vorne bei dem Schiff mal nachgesehen haben. Weiterhin in der Hoffnung. Nicht unterzugehen. Beziehungsweise abzustürzen, das wäre wieder doof. Dabei ist diese Ruine so nahe. Bei Ismias Bart, seht euch nur diese Ruinen an. Fantastisch. Mein Mann, wir gehen jetzt erst zum Schiff. Danach geht's weiter in Ruinen. Geht's, war das kalt. Ach so. War nur so ein Vieh. Wieso pisst das eigentlich schon wieder? Ich habe extra geschlafen, damit die Sonne scheint. Ist unfair. Da vorne ist doch die Hütte, in der mich Astrid hat liegen lassen. Ob ich da wieder reinkomme?